Theorieunterricht in den Räumlichkeiten der TSG-Profis in Zutzenhausen. Zusammengekommen sind hier Keeper- und Torwarttrainer aus Deutschland. Zahlreiche Interessierte sind damit der Einladung von TSG-Torwarttrainer Michael Rechner gefolgt. Mit seiner entwickelten Software Goalkeeping Development hat er sich zum Ziel gesetzt, das Torwartspiel weiterzuentwickeln. In verschiedenen Seminaren gibt er sein Fachwissen weiter und lädt hierzu gerne auch weitere Referenten ein. Diesmal unter ihnen Torwarttrainer der Schweiz Patrick Folletti und Frederik Gößling, Torwarttrainer von RB Leipzig. Was mich besonders freut und mir besonders wichtig war, dass beide fachlich auf Top-Niveau arbeiten, aber auf der anderen Seite auch beides einfach sehr angenehme, sympathische Kollegen sind. Und das hat sich heute auch bestätigt. Es war ein toller Tag, auch gemeinsam mit den beiden hier in unserem Haus. Wer die Anreise auf sich genommen hatte, brauchte sein Kommen nicht zu bereuen und wurde mit einer Fülle an Infos und praktischen Tipps zum Torwarttraining belohnt. Die Teilnehmer werden sicher ein bisschen vertieft in meine Arbeit hinschauen können. Ich werde einfach ihnen zeigen, wie ich ticke, wie ich funktioniere, wie ich arbeite, und ich hoffe, dass alle den Spaß daran haben werden. Ich habe vor, dass ich so ein paar allgemeinere und am Ende dann ein paar speziellere Sachen schilder, was unsere Spielidee ausmacht und davon abhängig, was dann auch Konsequenzen fürs Torwartspiel sind. Torwarttrainer im Profibereich müssen immer wieder neue Anreize im Training setzen, um die Keeper mehr denn je mental und physisch auf dem maximalen Level zu halten. Inspiration haben dafür die Vorträge geboten. In der Praxis konnten sich die Seminarteilnehmer dann direkt ein Bild der Arbeit im Profibereich machen. Auf dem Platz sieht man einfach, dass beide Kollegen sehr viel Erfahrung haben und das auch vermittelt haben. Ja, extrem viele Übungen auch den Teilnehmern gezeigt haben, ja, sodass am Ende tatsächlich alle mit ihrem vollen Rucksack, der zu Beginn leer war, mit einem vollen Rucksack dann nach Hause gegangen sind. Und ich glaube auch, wenn ich in die Gesichter geblickt habe, dass alle glücklich gewesen sind am Ende. Ein rundum gelungener Workshop für alle Beteiligten.